Hey Leute, willkommen zurück zu Loop Hero. Wir starten gleich noch einen neuen Run mit dem Schurken. Aber zuerst einmal will ich gerade noch mal bei den Karten was gucken. Und zwar, zum einen wurde mir geschrieben, ich soll mal schauen, dass ich das Dorf ans Vampirschloss setze. Könnten wir mal ausprobieren. Auf der anderen Seite würde ich gerne mal den Sumpf rausnehmen. Weil Heileffekte, die todbringend sind, ist halt für den Schurken jetzt auch nicht so unbedingt praktisch. Aber es lief zum Teil doch ganz gut. Es lief erstaunlich besser, als ich dachte. Dann würde ich sagen, ja gut, Friedhof nehmen wir mit, das Dorf nehmen wir mit, den Hain und den Bluthain nehmen wir auch mit, weil das könnten wir theoretisch dann auch an den... Zählt das denn, wenn ich das an den Boss dran setze? Vermutlich. Dann hätten wir jetzt 9 Karten. Mir wurde auch schon gesagt, also es ist schon sehr interessant, weil es wird immer sehr stark damit argumentiert, dass Schlachtfeld nichts bringt, weil es gibt keine Trophäen. Soweit ich das jetzt aber verstanden habe, ist es halt so, dass da Geister spawnen und die, durch die man bekommt man bestimmte Ressourcen irgendwie so. Deswegen, ich habe mal ganz grob geguckt, was denn so in Guides für Karten mitgenommen werden, und da war eigentlich immer das Schlachtfeld bei. Ich lasse das jetzt trotzdem mal außen vor. Und auch die Sache hier mit dem, man könnte das natürlich auch noch ein bisschen mischen. Man könnte jetzt auch sagen, ich nehme den Wald nicht mit. Die Wüste nehme ich auf jeden Fall mit und ich nehme dann vielleicht anstelle, wobei die Wiese brauche ich nicht wirklich. Oder ich nehme dann mehr einen Felsen mit. Wobei ich finde das eigentlich für den Moment wirklich am besten dann auch für den Boss. Deswegen lassen wir das erstmal so. Vergessen nehme ich natürlich mit. Das Arsenal nehme ich natürlich mit. Spinnkokon sowieso. Weil die spawnen relativ schnell. Das heißt, es gibt auch eine Menge Trophäen. Das heißt, es gibt bessere Items. Und 9 Karten müssten eigentlich gehen. Gut, die Sache mit dem Bluthain ist halt... Ich könnte ihn auch weglassen. Aber gerade jetzt, wo ich an den Boss denke... Ist das vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee? Die Frage ist nur, das ist eigentlich alles mehr als genug. Ich könnte ja eigentlich schon den Friedhof draußen lassen. Ich nehme jetzt mal hier die 9 Karten mit. Wir könnten sogar 15 mitnehmen. Okay, gut, dann starten wir mal. Bin ich mal gespannt, wie das diesmal läuft. Wenn das nicht klappt, werde ich vielleicht doch mal irgendwie... Ja... Wiesen mitnehmen oder Berge, das ist alles durchaus eine Option. Das Arsenal setze ich natürlich dann hier direkt ans Lager. Das Dorf heben wir uns erstmal auf. Ach ja, und da war noch was mit dem Schlachtfeld. Da soll man auch eine Menge Karten durchkriegen. So, hier hätten wir schon mal einen Wald. Der kommt dann halt mal dahin. Da haben wir einen Hain. Den Hain würde ich direkt schon hier vorne dran setzen. Dann könnte ich da den Bluthain dran setzen. Das wird so nicht funktionieren. Wobei, jetzt ist die Frage. Wenn ich da dann den Bluthain hinsetze, dann müsste ich ja schon... Dann würde sich der Spinnenkokon vielleicht hier hinten anbieten. Machen wir das erstmal so. Weil dann würde ich direkt dann auch neben den Haien dann den Bluthain hinsetzen und dann würde das auch die Spinnen, betreffen. Da haben wir einen Wald, eine Wüste, Sanddünen, Vampirschloss. Das ist halt jetzt noch die Frage. Gut, ich habe jetzt Dorf und Vampirschloss, aber was könnte ich denn noch da in die Nähe setzen von diesem Vampirschloss? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Vampirschloss, setzen das dahin und setzen da mal ein Dorf dran. Oh! Das ist ja interessant. Besuchtes Dorf. Einen hungrigen Vampir konnten die Bauern nicht abwehren, doch gegen dich könnten sie sich zur Wehr setzen. Bringt einmal pro Schleife bis zu 4 Ghule hervor. Verwandelt sich nach 3 Schleifen in etwas Nützliches. Das ist ja ganz cool. Gilt das denn auch? Ja, das gilt wahrscheinlich für den kompletten Einzugsbereich.
Was haben wir denn jetzt hier schon mal für einen Anfang? Ausweichen 8%. Das klingt doch schon mal ganz gut. Das haben wir hier. Crit-Schaden, Max-TP, ein bisschen weniger Crit-Schaden. Crit-Schaden ist nach erstmal noch nicht so interessant. Was haben wir hier für ein Amulett? Magische TP, da haben wir eine ziemlich gute Waffe für den Moment. Und das sind weiter Schüchen. Das müsste dann noch erstmal reichen. Wüste und Dickicht. Okay, gut. Da haben wir noch einen Spinnkokon. Ich glaube, den werde ich dann auch da mal hinsetzen. Ah, das sind doch von Anfang schon ziemlich viele Gegner hier an der Stelle. Müssen wir aber noch durch die Heilung dann im Lager kompensieren können. Zumindest zum Teil. Aber das tut schon weh. Ja, verlieren wir über 50% der Lebenspunkte. So, da haben wir eine Wüste. Deswegen werde ich mir das jetzt hier, glaube ich, erstmal so ein bisschen schenken. Was ich da noch so hinsetzen kann, weil da werden wir uns schon hier ganz schön dran abarbeiten für den Anfang. Also Spinnenkokons sind für den Schurken halt auch, wie gesagt, super, weil es kommen sehr schnell sehr viele Spinnen und die geben dann mehr Trophäen und das gibt dann bessere Ausrüstung. Also sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich davon mal so ein bisschen mehr überall hinsetze. Jetzt vielleicht noch nicht, obwohl das geht schon vom Schaden auf jeden Fall. Wenn er denn trifft. Gut, da hätten wir auf jeden Fall schon bessere Waffen. Was haben wir denn hier? Magieschaden, Rundumschaden nehmen wir. Das hier ist wahrscheinlich auch besser. Ja gut, das gibt ein bisschen Verteidigung, aber warum nicht? Magische TP ein bisschen mehr. Ausweichen, magische TP und Konter. Ja, sehr viel weniger magische TP. Das gibt halt sehr viel mehr Max-TP, aber so wirklich bringt das jetzt halt auch noch nichts. Ausweichen, Crit-Treffer. Ist momentan ein bisschen blöd. Ich muss erstmal gucken, dass ich ein bisschen was für die Defensive tue, würde ich mal sagen. Einfach in Bezug auf dieses Vampirschloss hier. Oh, was können wir kriegen? Plünderer wäre natürlich super. Falschspieler könnte auch ganz okay sein. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl zwischen Plünderer und Falschspieler habe... Ich krieg eigentlich genug Karten, die ich haben will. Deswegen, ich nehme mal Plünderer. Gibt mehr Trophäen, gibt bessere Ausrüstung. Das sollte doch soweit dann erstmal okay sein. Wir können natürlich noch gucken, dass wir vielleicht hier einen Spinnenkokon hinsetzen. Was den Rest angeht. Okay, da müsste dann auch bald... Ja, da war jetzt schon das Dorf. Dann hoffe ich mal, dass ich bald eine Vergessenkarte bekomme. Noch mehr Wälder und Dickicht. Da haben wir jetzt plus 21% Angriffstempo. Da hätten wir noch ein Dorf. Da hätten wir jetzt auch einen Friedhof. Also einen Friedhof würde ich schon eher weiter hinten hinsetzen. Also im Prinzip kann ich die ja alle zusammen
setzen soweit. Ich setze den mal dahin. Also wenn das Dorf dann umgewandelt wird, nach diesen vier Monsterwellen, müssen wir auch erstmal gucken, was das denn genau bringt, was das gibt. Dann würde ich dann, je nachdem, was das dann macht, da noch das nächste Dorf hinsetzen. 95 TP. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Crit-Treffer, Crit-Schaden. Ich nehme dann hier an der Stelle Crit-Treffer, da haben wir 20%. Hier haben wir auf jeden Fall mehr magische TP, ein bisschen weniger, aber Magieschaden und Verteidigung. Ja gut, das können wir erstmal mitnehmen. Gerade Magieschaden am Anfang ist, glaube ich, jetzt auch nicht so verkehrt. Ausweichbonus oder Crit-Treffer. Ich glaube, ich nehm erstmal das. So, da hätten wir das. Da würden wir mehr Schaden mitmachen. Und ich würde sogar sagen, das will ich behalten. Dann machen wir das doch erstmal lieber so. Dann könnten wir jetzt nämlich zum Beispiel hier ein Dorf auch noch hin mit hinsetzen. Ja, das direkt mal Banditenlager. Das muss natürlich als nächstes verschwinden. Ich weiß noch nicht, ob ich da mehr Dörfer hinsetzen soll. Das ist halt mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde es trotzdem erstmal so bei 2 belassen. Weil 2 Aufträge sind dann halt auch nicht ohne. Da haben wir jetzt endlich einen Bluthain. Und der kommt dann natürlich dahin. So, dann können wir direkt hier auch das Banditenlager wegmachen. Bevor das später dann noch irgendwann Probleme verursacht. Weil die mir die Ausrüstung klauen. Ausweichen, Magieschaden, Crit, Treffer. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ausweichen, Magieschaden, Angriffstempo. Ich glaube, ich nehme Crit, Treffer. Die Waffe macht auf jeden Fall mehr Schaden. Bei den anderen Sachen. Ausweichen, was haben wir hier? Schaden, Rundumschaden, Verteidigung, Crit, Treffer. Ja, das ist nicht so toll hier. Das Amulett ist aber gar nicht mal so blöd. Verlieren wir zwar Magieschaden, aber kriegen wir mehr magische TP. Das ist auf jeden Fall besser. Ein Level 6 Schwert. Kommt mal dahin. Ausweichen und Konter. Das gibt hier sehr viel mehr Ausweichen. Das klingt doch schon mal gut. Katar will ich jetzt, glaube ich, weil ja rund um Schaden, Verteidigung braucht man nicht. Crit-Treffer wäre halt ganz nett. Aber das ist auch erstmal kein Problem. Das sollte soweit dann auch erstmal reichen. Da haben wir dann direkt noch einen Wald, einen Hain, Sanddünen. Da wäre noch ein Dorf. Aber ich muss das scheinbar direkt da so dran setzen, oder? Ob ich da jetzt noch ein Dorf dran setzen soll, gute Frage. Was haben wir denn hier? Erwachtes Fragment. Rauchwand. Ich bin für Rauchwand. Was haben wir hier? Magische TP meinte ich, Magieschaden und Verteidigung. Hier haben wir TP, Rundumschaden, Ausweichbonus und Crit-Treffer. Ja, gut, können wir nehmen. Dann haben wir jetzt Ausweichen 22%.
die Schaden- und Angriffstempo. Nee. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich werde das so, was den... ja, was wollte ich gerade sagen? Auf jeden Fall, ich probiere das jetzt einfach nochmal aus mit dem Dorf. Wenn ich hier ein Dorf hinsetze... Okay, ich muss sie dann direkt so daran setzen. Alles klar. Dann sollte ich vielleicht das eine da zwischen weg machen. Nur mal so ein Gedanke. Dann könnte ich da zumindest zum Beispiel auch noch einen Spinnkokon hinsetzen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Oder ich mache das einfach so. Ich setze hier dann Hain hin und dann können wir. Aber das wird... Das ist ein bisschen blöd. Weil mit, von der, wenn ich da noch Bluthain hinsetze, das passt dann mit der Reichweite nicht. Man könnte das natürlich auch total verrückt machen und man stellt sich hin und sagt, ich setze hier überall Vampirschlösser und Dörfer dann dran. Das ist halt dann auch, ne? Könnte bestimmt interessant werden. Crit Schaden, Konter, Ausweichen ist weniger Ausweichen, das ist jetzt nicht so toll. Und Umschaden, Crit Treffer, das ist aber weniger Schaden, von daher auch nicht interessant. Das hier ist aber besser, mehr Ausweichen. Und sonst so Max TP und Ausweichbonus. Verlieren wir? Ja, gut. Machen wir das. Machen wir das jetzt trotzdem mal so. Dann haben wir jetzt Ausweichen 28%. Angriffstempo plus 40%. Ach, was, genau. Das war's, was ich sagen wollte. Ich guck mal, dass ich so das Angriffstempo von den Wäldern hier so Richtung 50, vielleicht 60% bekomme. Oh, das wird jetzt interessant. Das tut auf jeden Fall schon weh. Oh ja, das tut ey jetzt echt weh. Okay, also das hat schon reingehauen. Gut, auf jeden Fall. Oder ich mache dann erst das Dorf da weg. Mal gucken. Weil auch mit den Mobs dann in den Dörfern wird das ein bisschen doof, wenn ich da zu viele Aufträge bekomme und die werden zum Auftrag. Die halten halt auch dann schon richtig viel aus. Wie wär's denn jetzt mal mit vergessen? Das sieht doch ganz gut aus, was Waffen angeht. Oh ja, das sieht echt gut aus. Wir haben ja Level 10. Nehmen wir mal das. Dann haben wir hier Level 8. Magieschaden, Konter, Kritschaden. Das hört sich doch auch schon mal ganz gut an. Mehr magische TP ist auch super in Kombination mit Ausweichbonus. Nehmen wir. Das wären dann... Ja gut, das sind dann auch 20%. Dann haben wir jetzt Ausweichen 38%. Das lässt doch teilweise wieder so ein bisschen hoffen.
habe hier unten jetzt die ganzen Wälder, aber ich warte jetzt erstmal. Ich brauche erstmal vergessen. Und ich bin fast geneigt, erst das Dorf da noch wegzumachen. Was haben wir hier? Magische TP, Rundumschaden, Konter, Ausweichbonus, Konter. Okay, das sieht schon besser aus. Jetzt so um die 40% ausweichen. Damit kann man auf jeden Fall schon arbeiten. Frage ist jetzt, könnte ich da irgendwo noch sinnvollen Bluthain dran setzen? Vielleicht hier unten noch, aber das verwandelt sich dann auch bald. Oder wird umgewandelt. Ach, wisst ihr was, ich setze jetzt hier noch so ein paar Sachen dran. Einfach, das war dann zumindest erstmal so auf... Dann haben wir schon das nächste. Gut, dann kann ich auf jeden Fall da auch erst nochmal wieder ein paar dran klatschen. Dann haben wir plus 49% Angriffstempo. Was halt auch noch eine Methode wäre, eine Option, ich setze einfach dann hier noch einen Spinnenkokon hin. Was kriegen wir denn jetzt noch hier? Kind des Waldes. Das ist halt auch so eine Sache. Wolfsratte ist halt super, um dann TP auf sich zu ziehen, aber das ist halt auch in Bezug jetzt auf den Boss mit 75% Chance. Kann auch sein, dass die Wolfsratte dann halt nicht auftaucht beim Bosskampf. Das wäre halt ziemlich doof, aber wenn sie auftaucht, dann hält sie zumindest so ein paar Schläge aus, ein paar Treffer. Selige Unwissenheit brauche ich jetzt nicht, also von den drei Sachen nehme ich auf jeden Fall hier Kind des Waldes. So, noch mehr Wald. Mehr Wald. Ich könnte das dann natürlich auch anders machen. Ich könnte zum Beispiel auch ein Vampirschloss zusammen mit den Spinnen da hinsetzen. Gut, die Blobs sollten jetzt nicht so das Problem sein, vor allen Dingen jetzt hier mit dem Begleiter, den wir hier haben. Selbst wenn es halt Auftragsgegner sind, aber gut, solange der Wolf dabei ist. Oder... Moment, ich hatte da ja jetzt auch noch was bekommen. Hatte ich ja jetzt gar nicht drauf geachtet. Was hätten wir denn hier? Das ist auf jeden Fall besser. Was haben wir hier? Angriffstempo. Ja gut. Können wir erstmal mitnehmen. Hier noch mehr Angriffstempo. Alles klar. Mehr Lebenspunkte. Das ist aber erstmal... Nee. Also jetzt haben wir schon 69%. Bei so für normale Kämpfe, wie gesagt, letztes Mal, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Oder ist sogar relativ gut, weil die Kämpfe dauern nicht allzu lange. Aber wenn ich dann halt wieder Richtung Boss komme, dann darf ich halt auch nicht zu viel Angriffstempo haben. Moment, hatte ich hier schon geguckt? Crit-Schaden. Das ist auf jeden Fall mehr, aber wir verlieren dann Ausweichbonus. Was jetzt nicht so toll ist. Gut, irgendwas Tolles dabei. Max TP und Konter. Ich nehme dann lieber Ausweichen. Magische TP, Rundumschaden, Angriffstempo. Nee. Ausweichen, Crit, Treffer. Gut, das wäre halt auch mal eine Option. Dann verlieren wir ein bisschen Ausweichen. Aber wir haben da eine Crit-Treffer-Chance von 23%. Das ist doch schon mal was. So.
Und um Schaden, Angriffstempo, tralala. Das war hier Crit-Schaden. Ja, macht auf jeden Fall auch mehr Schaden. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen das erstmal da raus. Wolfsratte war das, genau. Mit der Wolfsratte, wenn die dann spawnt, läuft das alles sehr viel einfacher. Was haben wir denn jetzt hier noch? Verteidigung, Crit-Treffer. Ja gut, dafür will ich jetzt aber nicht mehr ausweichen, eintauschen. Wow. Das ist natürlich dann auch besser. 35% ausweichen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich mache dann echt zuerst das Dorf da weg. Was jetzt vielleicht noch eine Maßnahme wäre, ich könnte jetzt sagen, ich nehme jetzt hier so ein Vampirschloss. Das setzen wir hier hin und dann, keine Ahnung, hier kommt dann so ein Spinnenkokon noch dran. Dass ich vielleicht die Vampirschlösser in Kombination halt mit Spinnenkokons dann da hinsetze. Weil die fallen ja ratzfatz um. Was haben wir denn jetzt hier? Magische TP sehr viel mehr. Verlieren wir aber Ausweichbonus, deswegen. Tja, gute Frage. Das auf jeden Fall schon mal nicht. Nehmen wir das mal. Dann haben wir noch 25% Ausweichen. Hier hätten wir dann 26. Das ist auf jeden Fall weniger Ausweichen. Rundumschaden. Angriffstempo brauchen wir nicht. Das hier ist halt auch sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden. Verlieren wir ein bisschen. Verlieren wir Angriffstempo, aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlimm an der Stelle. Level 14 Stangenwaffe mit Verteidigung. Ja, super. Ja, okay. Macht aber auf jeden Fall dann mehr Schaden. Endlich! Endlich vergessen! Und ich mache das dann auch so. Ich mache das Dorf hier weg. Was natürlich auch noch eine Option wäre, ich könnte halt hier auch noch Dörfer dran setzen. Aber ob ich das echt will, wobei die Heilung ist eigentlich schon recht nett. Ich setze jetzt da ein Dorf hin. Okay, machen wir das so. Ich sehe schon kaum, ich übernehme mich hier gleich mit den Dörfern. Aber ich muss zumindest gucken, dass ich die anderen Dörfer da wegbekomme. Das ist halt schon so sehr praktisch mit den Eigenschaften für den Moment. Zumindest, weil dann da so viele Gegner spawnen. Gut, das hätte ich halt mit den Spinnen auch, aber das ist halt schon, glaube ich, besser. Die Frage ist nur, kann man das wirklich machen? Die ganze Zeit der Dörfer an die Vampirschlösser zu setzen. Das werden dann halt auch immer mehr Aufträge. Was ich jetzt gar nicht gesehen habe, war die Sache mit den Sanddünen da vorne. Verdammt. Das Angriffstempo reicht so schon. Gut, ich würde wirklich jetzt sagen, wir machen das. Was machen wir denn jetzt zuerst weg? Ich mache erstmal das hier vorne weg.
Und ich würde sagen, ich werde da jetzt auch noch kein anderes Dorf hinsetzen, sondern vielleicht ein Spinnenkokon. Da können wir einen hinsetzen. Und wenn das Dorf dann umgewandelt wurde, könnten wir vielleicht da noch ein Dorf dran setzen. Man muss es halt mal ausprobieren. Oh, das sieht aber gut aus jetzt. Verteidigung, Angriffstempo, Crit, Treffer. Das klingt ganz okay. Macht ein bisschen weniger Schaden. Gibt halt wieder Angriffstempo. Nehmen wir einfach mal. Schuhe. Ausweich. Oh, das sieht ja auch ganz gut aus. Verlieren wir zwar ein bisschen Ausweichen, aber ich meine eigentlich, die sehen ganz gut aus. Dann haben wir jetzt 28%ige kritische Trefferchance. Ausweichen haben wir noch 30%. Was haben wir denn hier noch so für Waffen? Magieschaden mit dem Ritualschwert. Verlieren wir Angriffstempo, aber Crit-Treffer auf hier ist aber auf jeden Fall mehr Schaden. Ausweichbonus, Crit-Schaden. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Crit-Schaden, Magieschaden. Verlieren wir auch Ausweichbonus. Ausweichbonus 27% und Crit-Schaden. Ha! Ich glaube, das brauchen wir für den Moment aber auch erstmal nicht. Katar mit Verteidigung, Konter, Crit-Treffer. Nö, Ausweichen, Crit-Schaden auch nicht. Magieschaden, Crit-Schaden. Amulett, Rundumschaden, Crit-Treffer und Crit-Schaden. Aber weniger magische TP. Und das ist wirklich, also das einzige Item, wo man wirklich auf mehr magische TP achten sollte. Das ist wirklich Nummer 1. Wieder 53%. Was haben wir denn hier? Konter, Ausweichbonus, Crit-Treffer. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Gut, dann nehmen wir das. Dann haben wir hier noch Sanddünen. Ja, jetzt, wo wir mal das mal sehen mit Angriffstempo, haben wir noch 53%. Dann kann ich, glaube ich, hier erstmal noch so ein paar Sachen hinsetzen. Auch wenn da halt jetzt schon wieder so ein Dorf gespawnt ist. Angriffstempo jetzt 63%, ich glaube, das ist schon so weit okay. Ich glaube, letztes Mal war das irgendwie sowas 80, 70 bis 80 oder irgendwie sowas. Ein bisschen weniger. Dafür mehr Wüsten und Sanddünen. Na okay, dann haben wir das mit dem Dorf da gleich auch, glaube ich. Die Karte kommt mir wie gerufen. Dann können wir schon direkt da ein Dorf vergessen. Und ist ja eigentlich egal, wir können das hier wieder wegmachen. So, dann haben wir noch mehr Wüsten. Und können wir hier noch ein Dorf hinsetzen? Warum nicht? Was kriegen wir denn jetzt noch? Tumult. Tiefe Taschen, Ressourcenobergrenze, Nachschub. Nee, also wenn dann... Tumult ist auch ganz okay. Das sind jetzt halt auch nicht so die Sachen, die ich unbedingt haben will. Also was ich sehr gut finde, ist diese 10% Chance, zwei Gegner zu treffen. So, dann hätten wir einmal das. Dann würde ich doch sagen, wir können theoretisch hier dann hier einen Spinnenkokon dran setzen. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das am besten mache. Gleich kommt der Boss. Was haben wir denn bisher? Crit-Treffer-Chance ist ein bisschen niedrig. Angriffstempo würde ich sagen, ist okay. Ah, der Rest so.
Ausweichen ist halt auch ein bisschen sehr niedrig. Das könnte schon alles noch ein bisschen mehr sein. So, Max TP, Angriffstempo. Ja, toll, mehr Lebenspunkte, super. Das will ich aber, glaube ich, nicht austauschen. Katar mit Angriffstempo, Ausweichbonus und Crit-Treffer. Toll, Angriffstempo ist halt so ein bisschen das Problem. 80% jetzt. Crit-Schaden haben wir hier, Angriffstempo, nein. Schadenverteidigung, Crit-Schaden. Verlieren wir Magieschaden. Nee, Max TP, Crit-Treffer und Crit-Schaden. Wir haben jetzt 36%. Weniger ausweichen ist aber jetzt auch nicht so die Option. Würde ich halt schon gern nehmen. Vor allem die Kombination Crit-Treffer und Crit-Schaden auf einem Item. Das ist halt schon sehr nett. Nehmen wir Konter, Ausweich, Magieschaden. Ist aber ein paar Level drunter. Das hier ist jetzt auch nicht so der Knaller. Mal gucken. Vielleicht mache ich jetzt noch mal eine Schleife. Um noch was Besseres zu bekommen. Das wäre natürlich eine Option, aber... Ja gut, 36% Chance ist jetzt nicht so toll. Angriffstempo 80% ist ein bisschen hoch. Könnte natürlich zum Problem werden, dass ich gleich vielleicht noch zu viele Lebenspunkte verliere dann von dem Boss. So, von den Lebenspunkten wäre das halt jetzt erstmal super. Und ich hatte jetzt auch ein bisschen Glück, dass der Rattenwolf, Wolfsratte da gespawnt ist. Jetzt kriegen wir dann doch ein bisschen Schaden. Ich will jetzt einfach nochmal hier den Loop mitmachen. Und dann nochmal gucken, was es an Items gibt. Aber nach dem Loop würde ich, glaube ich, wirklich sagen, dann gehen wir den Boss an. Da unten ist jetzt auch noch so ein Banditenlager gespawnt. Das ist jetzt aber echt unpraktisch. Das gefällt mir nicht so ganz. Ja, ist okay mit Ausweichen und kritische Trefferchance. Angriffstempo ist mal wieder ein bisschen sehr hoch. Oder ich mache das jetzt doch schon, weil gerade mit dem Banditenlager... Das ist halt... Das Risiko will ich jetzt auch nicht eingehen. Ich glaube, ich mache das jetzt... Ich guck mal, dass ich... den Boss dann jetzt schon spawne. Dann probieren wir das jetzt so. Aber ich würde schon sagen, dass die Werte ein bisschen niedrig sind. Gut, wenn ich jetzt gleich die Wolfsratte da bekomme, dann... Die könnte natürlich schon durchaus hilfreich sein. Auch die Sache mit dem Angriffstempo, das ist eigentlich schon zu hoch. Bleiben wir mal. Und sie ist gespawnt. Das ist schon mal super. Ja, ja, das können wir uns schenken. Das hat aber jetzt schon echt gut Schaden gemacht. Also nicht schlecht, aber wir müssen jetzt erstmal... Das wird, glaube ich, trotzdem nicht reichen. Wir haben zu großes Angriffstempo. Verdammt, jetzt ist wieder... Ja, toll, jetzt werden wir die ganze Zeit getroffen. Komm schon, dann spawnen auch die Spiegel wieder. Und wir haben es geschafft. Mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es ist so schmerzhaft. Jedes Mal wie beim allerersten Mal. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen. Tja, sterben ist nicht sonderlich schön und das spürt gerade die ganze Welt. Kein tolles Gefühl, wie du gemerkt hast. Jetzt bist du... Halt! Was meinst du mit jedes Mal? Oh, es ist nicht das erste Mal. Mein Glaube an den Allmächtigen erweckt mich immer mehr zum Leben. Er weckt mich immer wieder zum Leben.
um einer großen Mission willen, sein Wort zu verbreiten, Demut und Gehorsam zu predigen und für die Erlösung zu werben, die er gewährt. Und jedes Mal scheitere ich. Statt dass wir reden, bleiben nur die Leichen von Ketzern übrig und mein lebloser Körper. Warum kannst du da nicht verstehen, dass der Wunsch zu überleben ein wesentlicher Bestandteil dieser Welt ist? Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber du hast die Beweggründe des Allmächtigen falsch interpretiert. Falsch? Ich? Das ist unmöglich. Ich glaube daran. Ich bin der Glaube selbst. Ich muss nichts wissen oder überprüfen. Und du? Was versuchst du überhaupt zu erreichen? Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Nicht einmal annähernd. Ich weiß nicht. Vielleicht doch. Ich kann es noch versuchen. Du bist bloß ein Dummkopf. Nichts weiter. Wir werden uns wieder begegnen. Lass mich nur eine Weile ausruhen. Sie scheint von uns gegangen zu sein. Schwer zu glauben, dass ihre Leiche noch einmal zum Leben erwachen wird. Doch selbst wenn, sollte ich sie ordentlich begraben. Cool. Was hätten wir denn jetzt hier zur Auswahl? Schild des Glaubens. Beim Töten eines Gegners erhält der Held eine Buntglasfensterladung, die ihn mit einer Chance von 20% schützen kann. Maximal 3 Buntglasfensterladungen. Okay. Das klingt auch gar nicht mal so blöd. Postmortaler Tribut. 30% Chance beim Töten eines Gegners eine zufällige Basisressourcenscherbe zu erhalten. Gut, es gibt halt die Sachen zum Ressourcenfarmen. Da habe ich bis jetzt noch nicht so drauf geachtet. Ist natürlich auch eine Option. Ausgebildeter Architekt. Für jeden Bauvorgang erhält der Held 8-mal Schleife Erfahrung. Ganz ehrlich, wenn ich hier die Wahl habe zwischen den drei Sachen, dann scheint mir das oberste hier erstmal am praktischsten zu sein. Dann nehmen wir nämlich das. Und ziehen uns mit den Ressourcen jetzt endlich mal zurück. Dann bekomme ich zumindest auch mal ein paar. Willkommen zurück. Ist das etwa eine Glasscherbe, die dir aus der Schulter ragt? Was? Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Und nicht wegen einer hohen Schmerztoleranz. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich erschüttert. Ich traf eine verrückte Predigerin. Überall Buntglasfenster, Heiligenscheine und Engelssilhouetten. Ein heiliger Reigen, könnte man sagen. Lass mich raten. Wir haben alle gesündigt und jetzt sind wir dazu verurteilt, uns dem heiligen Zorn und der Apokalypse zu stellen. Nur im Tod werden wir Erlösung finden. Nicht ganz. Es geht eher in die Richtung, Gott hat entschieden, seine Schöpfung auszulöschen. Es muss sein. Zeigt etwas Geduld. Naja, das ergibt schon Sinn, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Wer sonst besäße die Macht, so etwas zu tun? Ich weiß nicht viel über Göttlichkeit, aber ich würde annehmen, dass er all das augenblicklich bewirken könnte. Einfach ausgedrückt, wir wären alle schon tot. Wir würden jetzt nicht existieren. Selbst wenn die Priesterin recht hätte, ist das kein Grund aufzugeben. Arru! Okay, ein Geheul aus dem Weltall, alles klar. Was war das? Hast du das gehört? Ja, und es fühlte sich schrecklich an, als käme jemand, um mich zu holen. Das klingt ja schon mal richtig gut. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das nächstes Mal? Nehme ich dann den Kriegerversuch, den zweiten Akt, oder gucke ich mir mal den Nekromanten an? Wäre natürlich auch eine Option, vor allen Dingen da mal ein bisschen Abwechslung. Ihr könnt mir mal schreiben, ja, was würdet ihr denn gern sehen? Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.